Herzlich willkommen zurück zu Sommerkammergatz, ist natürlich meine Wenigkeit. So, ihr wisst ja, was in der letzten Folge passiert ist. Wir haben die Flucht ergriffen und sind jetzt quasi in einem kleinen Auffanglager auf Asylbasis. Und ich habe mir schon mal die Zeit ein bisschen genutzt und habe ein bisschen Rüstung gekauft. Also neue. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht... Oh fuck, ich habe eigentlich vergessen, jetzt mal zu gucken wegen den Talenten. Achso, nee, die... Die sind wahrscheinlich doch... 9, 5. So, was haben wir hier? Ja, wie viel hier? Wir machen das mal so, kriegt sie... So! Weiter geht's. So, wir gehen jetzt zu Risa, hieß sie, glaube ich. Risa. So, wir müssen ja eh alle reden, an alle vier anreden. Also, drei, nicht vier. Trottel. So, ab und zu mal ein bisschen auf die Uhr watchen. Hast du den Becher bemerkt, der hier Hochkönig hielt? Also Monsterangriff, war das nicht derselbe wie im Thronsaal? Das dachte ich auch, aber der, an den ich mich erinnere, war bei weitem nicht so gruselig. Das war der Kelch des Königs, der Könige. Ein heiliges Gefäß des Lichts, das seit Jahrzehnten im Besitz der königlichen Familie von Concordia ist. Warte, du meinst, es ist derselbe Kelch, den Malik vor 1000 Jahren verflucht hat, um diesen Krieg zu beginnen? Ganz recht. Und anscheinend wurde er nun aufs Neue verflucht. Der Legende nach nährte sich der Kelch von Zorn, Hass und Trauer, um böse dunkle Mächte herauszubeschwören. Heraufzubeschwören. Ich frage mich, ob es das war, was der Monster gegen uns aufbrachte und so stark werden ließ. Meint ihr jetzt den großen Grün? Oder meint ihr den Djinn, den König? Aber was ist mit Metishi? Ist ein Monster, aber der Kelch hatte keine Wirkung auf ihn. Das ist eine gute Frage. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist er nicht einfach stärker verhaftet als ein anderer Monster. Wisst ihr, die meisten Monster sind anfällig für die Macht der Finsternis, aber einige sind auch sehr widerstandsfähig. Ach ja, in unserem kleinen Kumpel steckt also mehr, als es den Anschein hat. Wie? Und, wer hat den Kelch, den König von verflucht? Das muss der Hochkönig gewesen sein. Er wurde wohl von der Macht der Finsternis verführt, wie Malek einst. Oder aber. Was meinst du, Zora? Vergesst es, das ist nicht wichtig. Wir müssen einen Weg finden, Kokoro zurückzuerobern. Und zwar schnell. So, das war die 1. So, wir reden mir natürlich mit der Dame als letztes. Es hat den Herrscher des Sieben Reiche unter den Vorwand eines Festes hergelockt, um sie zu töten und ihre Länder an sich zu reißen. Ja, wer Freunde wie den Hochkönig hat, braucht keine Feinde. Ich liebe solche Sprichwörter. Braucht keine Feinde mehr. Was? Aber mal im Ernst. Ob Iridia das überstehen wird? Wie oft denn noch? Kronk wird das Land befreien. Es ist ein kluger und fähiger Heerführer. Weit klüger als so manch anderer. Und es gibt Neuigkeiten, wie es mit den Rückeroberern der anderen Reiche vorangeht. Abgesehen von Concordia. Noch nicht, aber wir werden Concordia
bald wieder einnehmen. Der Hochkönig kann dort nicht länger herrschen und die Leute brauchen uns. Jawohl. So sieht's aus. So, jetzt kommt die nette Frau. Ich kann es einfach nicht fassen, so viele Jahre habe ich ihm gedient. Wieso wusste ich nichts von seinen Zwillingen? Ich habe ihn für einen strahlenden Vorbild gehalten und dabei kannte ich ihn anscheinend gar nicht, wirklich. Ach, Zora. Aber ich finde, du hast es gar nicht verdächtig, dass sie nicht einmal du bemerkt hast, dass er hochkönig einen Zwillingsbruder hat. Ja, und wir haben die beiden doch nur verheimlicht. Und wir haben die beiden das nur verheimlicht, das geht ja wohl kaum schon seit ihrer Geburt so. Dasselbe habe ich mich auch gefragt. Es ist beinahe unbedenkbar, dass es bis jetzt niemand herausgefunden hat. Naja, vielleicht werden wir mehr wissen, nachdem wir den Schleier der Finsternis gelüftet und den Strand, nicht den Strand, die Stadt zurückerobert haben. Amanda! Also, Entschuldigung, ich muss ab und zu mal ein kleines Schlückchen nehmen. So. Resa, der Prophezeiung geht es mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mir auch nicht. Glaubst du wirklich das? Da seid ihr ja auf ein Wort. Mir ist etwas aufgefallen. Eingefallen. Was helfen könnte. Eine Geschichte über den König der Zwillinge, die meine Mutter mir als Kind erzählt hat. Sie hat ein Juwel erwähnt, mit dem Panik der Finsternis vertrieb, die Malek heraufbeschworen hatte. Es nannte sich den Herz der Helligkeit. Aber ja, nur der Tag kann die Nacht bannen. Barg der Juwel die Macht des Lichtes, konnte es den Schleier der Finsternis gewiss lüften. Bitte keine vorherigen Schlüsse, meine lieben, sagenhaften Edelsteine aus Märchen sind nicht eben einfach aufzutreiben. Wisst ihr? Da hat er recht. Die Idee ist nicht so absurd, wie du annimmst. In Aridia gibt es eine Ruine, das Grab des Grab der Sonne, Bahn, Panik soll es erreicht haben. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf das Herz der Heiligkeit. Heiligkeit, verdammte Axt. Oder auch nicht. Es kann nicht schaden, einmal nachzusehen. Interessant. Wo so ein Ort habe ich nie gehört. Nun, eine bessere Chance haben wir nicht. Ein Versuch wäre sei so wert. Gut, gehen wir jetzt also in die Ruine. Erstklassig. Denn wir sollten unverzüglich aufbrechen. Wir dürfen nicht gestattet des Bürger Concordias länger leiden als nötig. Spasti. Moment! Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt, das zu sagen, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. Wenn wir den König oder besser die Könige aufhalten, handeln wir damit nicht die Prophezeien zuwider? Handeln wir damit nicht der Prophezeien zunieder? Das habe ich mir auch schon bereits gefragt. Die Zwillingskönige sind doch zur Herrschaft bestimmt, oder nicht? Wenn wir gegen sie kämpfen, lehnen wir uns damit nicht gegen die Ordnung der Dinge auf. Wir wollen zwar die Könige den Krieg beenden und Concordia retten, aber was ist, wenn wir damit gar nicht das Richtige tun? Können wir wirklich etwas ändern? Hilft irgendetwas von dem, was wir tun, am Ende tatsächlich jemanden? Das vermag keiner von uns mit Sicherheit zu sagen. Eine Sache ist mir aber gewiss. Wenn wir nichts tun, sterben die Menschen in Concordia. Und wir erfahren nie, was der Hochkönig und sein Bruder planen. Das stimmt. Wir können nicht wissen, ob wir das Richtige tun, aber wenn wir auch nur ein Leben retten können, müssen wir kämpfen. Amana. Ja, ja.
Ihr habt recht. Wir sind die Einzigen, die dazu in der Lage sind. Vorwärts, bringen wir die Sache ins Rollen. Baby. Amana. Ja, wir sind das... Blablabla. Ihr seid beide zu... wankelmütig. Wie eh und je. Gut, dann brechen wir sofort nach Ardia auf zum Grab der Sonne. Oh. An die danke, die mir Gesundheit gesagt haben. So, es war mal ein bisschen Action. Das Ding läuft ja schon seit fast 10 Minuten, ne, seit 10 Minuten. Dann mal zurück an der Arbeit. Wir gehen zum Grab der Sonne. Cäsar, wenn du uns den Weg beschreiben könntest. Natürlich, der Eingang vom Grab befindet sich in der Ecke eines Plateaus, mitten in der singenden Sende. Am einfachsten finden wir, wenn wir den Grenze von Lichtenhain nach Süden gehen. Das sollte mir kein Problem werden. Los geht's. Ah, Mann. Au! Das tat weh. Au! Das tat weh. Ja, das sieht sexy aus. Und jetzt! Schön. Ja, sehr schön. Kleiner Dreckiger. So mag ich das. Schön einfrieren. Den Lulatsch. Dieser kleine Dreckige. So. Ja, schön eingefroren. Sehr nice. Habe ich den Löwe auch noch hinten getroffen? Ah, nicht den Löwe. Dieser kleine Dreckige, Alter. Keine Chance. So macht das doch Spaß. So, müssen alle Fälle nach Süden. Will gucken wegen Kisten. Auf Kisten bin ich natürlich auch scharf. Oder solchen Objekten hier. Da kann ja immer mal ab und zu mal so ein Blatt drin sein, dass ich ihn mehr heilen kann. Beziehungsweise wieder bewecken. Die haben ja gar keine Chance mehr. Das ist ja abartig. Da tut mir schon fast leid für die Leute, leck mich. Ist das Ding schon aktiviert? Ich glaube schon, oder? Autsch! Dieser kleine Dreckige, ey. Hä? Nee, warte mal, das muss doch... Ich glaube, das muss rot sein. Das ist, glaube ich, auch gar nicht auf der Karte markiert. Oder täusche ich mich da jetzt? Alter! Diese Geister, ey! Alter, dieser kleine Dreckige! Die sind mit zwei Hieben sind die weg, aber nerven wie Sau.
Kann ich das Ding nehmen, aktivieren oder was? Goldener Golem, alter Schwede. Hab ich Bock. Komm, frier ein. Der hat gar keine Chance. Einfach weggemacht. Gegen grünen Kraken habe ich jetzt auch keinen Bock zu kämpfen. Okay, Gift und dann giftiger Nebel. Was ist denn das Problem? Ja, Königreich. Ich bin falsch, ich muss nach Süden, oder? War das nicht so? Natürlich, ich muss ja nach Süden und nicht nach Norden. Ich pfeife. Ah ne, der muss blau sein. Ah ne, ne, ne. Ne, ne, stimmt schon, stimmt schon. Hä? Ah, okay. Der aktiviert sich selber. Autsch. Gesucht. Den machen wir noch weg, wer da gesucht ist. Quasi in so einer Mission. So eine Nebenmission. Junge. Komm, frier ein. Die Gesuchten sind, glaube ich, ein bisschen stärker als die normalen. Sehr schön. Eingefroren. Nice. Ja, sehr gut. Ja, wieder schön eingefroren. Oh, 600. Das hat Schaden gemacht. Alter, der hat richtig viel aus. Der hat mich getötet! Alter Schwede, das kann der doch nicht machen. Der hat mich getötet. Der Frischdachs. Gibt es doch ne? Bin schon eingefroren. Alter, greif doch ran! Scheiße. Das gibt es doch! Kleiner Dreckiger, Alter. Das kann er doch nicht machen.
Ist der Typ einfach mal stärker als ein Scheiß. Ist der Typ einfach mal stärker als ein Scheiß Boss? Scheiße, Alter. Okay, komm ich nicht einfach vorbei, oder? Nee. Gut. Muss ja eh nicht statt. Ein Yeti ist am Start. Nee, ich will nicht kämpfen. Zieh deinen Scheiß. Genau. Ich muss da. Ich muss ja da lang. Ich hoffe, wenn ich jetzt neu in den Ort reingehe, dass das quasi wieder heile ist. Beziehungsweise ich meine Blätter wieder, dass Leute wiederbeleben können. Das hoffe ich jetzt einfach mal stark. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig laufe. Ich bin falsch. Ich könnte kotzen. Hey, der hat doch gesagt, ich muss nach Süden. Der hat doch gesagt, ich muss nach Süden. Feldlager. Aber finde den Weg zu. Muss ich zum Feldlager runter? Wo sehe ich denn gerade, wo ich bin? Ich muss ja hier sein. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Der hat gesagt, ich muss nach Süden. Hier bin ich im Süden, aber ich komme hier nicht weiter, weil das zugesperrt ist. Quasi. Ach, wie kann ich den Teleport nutzen? Wie kann ich denn den... Hä? Das ist jetzt kurios. So, ich bin dort oben gestartet. So, unten geht's ja nach Concordia. So.
können Golgotha nicht befreien, vorher müssen wir den. Ich hab null Blauen. Geh mal weg, Keule. Ich werde das wahrscheinlich schneiden. Ich werde das wahrscheinlich echt schneiden müssen. Yeah. Ui. Da lang. Oh, das ist ja nicht das Problem. Ne, von hier komme ich ja. Vom Feldlager. Dreckiger Hund. Wir rennen trotzdem einfach mal straight durch. So. Okay. Seltsam, ich bin mir sicher, dass dieser Weg beim letzten Mal von Felsen versperrt war. Wann wir weggeräumt wurden. Es ist niemals ein voller, mächtiger Monster. Vielleicht hat sich einer davon einen Weg hindurchgebahnt. Oh nein! Das riecht nach Bossfight. Das riecht heftig nach Bossfight am Ende. Ich muss da. Oh nein. Vor dem Grab oder im Grab? Wenn ich ihn so anfängt, safe. Oh, wir sind ja schon ganz schön weit vorgeschritten hier. Nice, sind die Wolken wieder am Start. Schlechte Erinnerung an den Viecher. Schlechte Erinnerung. So, Niemandsland. Die große Kluft. Hier war ich auch schon alle Fälle unterwegs. Und unten sehe ich da was blinken. Aber, meine Freunde der Sonne, das sehen wir erst natürlich im nächsten Part von Dragon Quest Heroes 2 mit mir zusammen, Kämmerkatze. Das ist natürlich meine Wenigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und macht irgendwas Sinnvolles.